Gregor Mendel, die Genetik. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind für uns aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Gregor Mendel und die Entwicklung der Vererbungslehre. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Gregor Johann Mendel. Zunächst zu seiner Biografie. Gregor Johann Mendel wurde am 20. Juli 1822 in Heinzendorf in Schlesien geboren und starb am 6. Januar 1884 in Brünn in Mähren mit 61 Jahren. Gregor Mendel entwarf die Theorie der Vererbung mit seinen bekannten drei Mendelschen Gesetzen. Er war der Erste, der statistische Methoden auf die Vererbung von Merkmalen anwandte. Seine Folgerungen sind umso erstaunlicher, als zu seiner Zeit die morphologischen Strukturen, die die Vererbung vermitteln, nämlich die Gene mit dem DNS-Code und die Chromosomen, noch unbekannt waren. Johann Mendel war der Sohn der Kleinbauern Anton und Rosina Mendel, geborene Schwirtlich, in Heinzendorf bei Odrau in Österreichisch-Schlesien, hier im Bild sein Elternhaus. Er hatte zwei Schwestern. Als Kind arbeitete er auf dem kleinen Bauernhof mit und half im elterlichen Garten beim Veredeln der Obstbäume. Nach der Dorfschule besuchte Gregor Mendel als ausgezeichneter Schüler ab 1834 das Gymnasium in Troppau. Er musste ab dem 16. Lebensjahr als Privatlehrer Geld hinzuverdienen. Eine Schwester gab ihm ihre Mitgift, wofür er später ihre Söhne unterstützte. Mendel studierte von 1840 bis 1843 Philosophie und Physik an der Universität Olmütz. Die ersten beiden Jahrgänge des Studiums schloss er 1843 mit sehr guten Noten ab. Dann musste er wegen Geldmangels und bitterer Nahrungssorgen, so seine Autobiografie, das Studium abbrechen und Ordensmann werden. Johann Mendel wurde 1843 bei den Augustinermönchen, hier im Bild seiner Ordensbrüder und der Abt Cyril Franz Napp, in der Abtei St. Thomas in Altbrünn aufgenommen und erhielt den Ordensnamen Gregorius. Der Beitritt zum Orden ermöglichte ihm ein Studium und nahm ihm die Sorgen um das tägliche Auskommen. Von 1845 bis 1848 studierte er Theologie in Brünn sowie Ökonomie, Obstbaumzucht und Weinbau. 1847 empfing Mendel die Priesterweihe. Gregor Mendel wurde 1849 Lehrer am Gymnasium in Znaim in Südmähren für Mathematik und Griechisch. Von 1851 bis 1853 konnte Mendel in Wien Botanik und Physik studieren, unter anderem bei dem bekannten Physikprofessor Christian Doppler, 1803 bis 1853. Ja, der mit dem Doppler-Effekt. Er arbeitete danach wieder als Lehrer, diesmal an der Oberrealschule in Brünn, für Physik und Naturgeschichte, hier im Bild sein Kollegium. Zweimal scheiterte er in Prüfungen für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Wien. Die erhalten gebliebenen Unterlagen zeigen, dass die Prüfer voreingenommen waren gegenüber dem autodidaktischen Mönch. Mendel vertrat unbeirrt Ansichten zur Pflanzengenetik, die heute richtig erscheinen, damals aber nicht anerkannt waren. Gregor Mendel nahm im Klostergarten von Brünn, hier im Bild zu sehen, von 1856 bis 1863 seine bahnbrechenden Versuche zur Vererbung von Erbsenpflanzen vor. Danach experimentierte er mit Habichtskräutern und mit Honigbienen. Alle Versuche
wurden von ihm sorgfältig geplant, über Jahre hinweg gewissenhaft durchgeführt, genau beobachtet, protokolliert und statistisch ausgewertet. Gregor Mendel wurde nach dem Tod seines Förderers, Prälat Cyril Franz Knapp, 1868 zum Abt des Klosters Brünn gewählt. Hier ein Bild von ihm in Ordenstracht. Die neuen administrativen Aufgaben schmälerten allerdings seine Zeit für die wissenschaftlichen Arbeiten. Er bekam einen hohen Orden verliehen und wurde in das KUK-Finanzministerium zur Landeskommission für die Grundsteuer berufen. Mendel gehörte 1865 auch zu den Mitbegründern der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. Er beeindruckte die Gesellschaft durch langjährige, mit Fleiß erhobene und kommentierte Wetterdaten aus seiner Station in Brünn. Gregor Mendel erkrankte 1883 an einer chronischen Nierenentzündung und verstarb am 6. Januar 1884 in Brünn. Er wurde auf dem dortigen Zentralfriedhof beigesetzt. Seine Schriften wurden nach seinem Tod größtenteils vernichtet, da weder sein Kloster noch seine Nachkommen Interesse dafür zeigten. Seine Publikationen sind aber erhalten geblieben und aus seinen Briefwechseln sind wichtige Aussagen überliefert. Nach seiner Wiederentdeckung 1900 erfuhr er zahlreiche Würdigungen und Ehrungen. Viele Straßen und Plätze, Universitätsgebäude in Wien, hier im Bild zu sehen, und in Brünn, sowie wissenschaftliche Vereinigungen sind nach ihm benannt. Gregor Mendel, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Gregor Mendel war der Erste, der statistische Methoden zur Erforschung von Vererbungsvorgängen verwendete. Er hat also genetische Aussagen mit statistischen Reihen getroffen, ohne genaue Kenntnis der zugrunde liegenden Strukturen haben zu können. Hier ist der berühmte DNA-Doppelstrang im Bild zu sehen. Seine Daten wurden jahrelang in der Fachwelt kaum beachtet und erst ab 1900 durch verschiedene unabhängige Untersucher bestätigt. Mendel führte sorgfältige Voruntersuchungen an Erbsenpflanzen durch und beurteilte nur reinerbige, sogenannte echt züchtende Merkmale. Heute wissen wir, dass diese sogenannten reinerbigen Merkmale Folge von Homozygoten-Genen waren, also Gene mit zwei identischen Allelen, also Hälften, mit den gleichen DNS-Folgen an diesem Genort Locus auf einem Chromosom, hier schematisch in der oberen Bildhälfte dargestellt. Ein Gen, das zwei verschiedene Allele aufweist, wird dagegen als Heterozygot bezeichnet. Gregor Mendel konzentrierte sich nun auf Merkmale, die nur von einem Gen bestimmt werden, der sogenannte monogene Erbgang, und bei diesen wieder auf Gene, die nur zwei Allele haben, wie Groß A und Klein A. Viele Gene haben jedoch mehr als zwei Allele, und viele Merkmale werden von mehreren Genen, also Polygen, bestimmt. Schon Mendel wies auf die sich abzeichnende Komplexität hin. Kurz zur Erläuterung dieses schematischen Bildes: Introns sind nicht kodierende, weitgehend funktionslose Abschnitte der DNA und Exons sind zumindest teilweise kodierende DNA-Folgen. Gregor Mendel führte jahrelange, aufwendige, experimentelle Reihen an Erbsen- und Habichtskräutern durch und wertete diese statistisch aus. Er ahnte die Gene, die zugrunde liegenden Strukturen und nannte sie hypothetisch materielle Faktoren. Die morphologischen Grundlagen der Vererbung, also die Gene und Chromosomen, wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts erforscht. Hier ist ein menschlicher, ein weiblicher Chromosomensatz im Mikroskop abgebildet. Die Regeln von Gregor Mendel haben dennoch bis heute Bestand. Der amerikanische Evolutionsbiologe und Genetiker Thomas Hunt Morgan, 1866 in New York geboren und 1945 dort gestorben, erhielt 1933 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für die Integration der Chromosomen in die Mendelsche Vererbungslehre.
Er war auch der Erste, der die Taufliege Drosophila hier im Bild wegen ihrer kürzeren Generationenfolge zum Lieblingstier der Genetiker machte. Gregor Mendel führte von 1856 bis 1863 in dem 2 Hektar großen Garten des Klosters Brünn systematische Kreuzungsexperimente mit sorgfältig ausgewählten erbkonstanten Sorten von Erbsen, Pisum sativum, durch, hier im Bild zu sehen. Danach experimentierte er übrigens mit Habichtskräutern, Hieratium. Die akribisch erhobenen Versuchsergebnisse bei den Habichtskräutern widersprachen jedoch den Erbsenversuchen. Erst 40 Jahre später wurde gezeigt, dass diese Pflanzen apomiktisch sind und die meisten Samen ungeschlechtlich bilden, also für diese Versuche ungeeignet sind. Es gibt noch weitere Ausnahmen in der sogenannten nicht-Mendelschen Vererbung. Zukünftig sind sogar Einflüsse der Epigenetik zu beachten, die also ohne Änderung des DNS-Stranges erfolgen. Hier steht die Forschung aber erst am Anfang. Gregor Mendel bezog 34 verschiedene Erbsensamen und unterzog diese zunächst einer 2-jährigen Probezeit. Danach begann er systematische Kreuzungsexperimente mit Pflanzen, die in 7 Merkmalen klar zu unterscheiden waren und die unabhängig von anderen Merkmalen vererbt wurden, hier im Schema zu sehen. Das sind die Pflanzenhöhe, die Blütenfarben, violett oder weiß, die Blütenposition an den Stängeln, die Schotenform und die Schotenfarbe, gelb oder grün, die Samenform und die Samenfarbe ebenfalls gelb oder grün. Er übertrug gezielt Pollen einer Sorte auf die Narben der anderen Sorte und vermied unerwünschte Selbst- oder Fremdbestäubung durch Entfernen von Staubblättern und Verhüllung von Blüten. Nebenbei stellte Mendel als erster fest, dass ein Pollenkorn zur Befruchtung genügt und nicht mehrere notwendig sind, wie noch Darwin vermutete. Gregor Mendel führte von 1856 bis 1863 künstliche Befruchtungen mit 13.000 Mischlingsnachkommen durch und kultivierte insgesamt 28.000 Erbsenpflanzen. Das Ganze ist eben eine geduldige, fleißige Leistung, die vor ihm noch keiner machte und die durch die große Zahl valide statistische Aussagen möglich macht. Ab 1870 begann Gregor Mendel mit gezielten Züchtungen von Honigbienen. Hier im Bild seine Bienenstöcke im Klostergarten von Brünn. Diese ersten genetischen Arbeiten an Insekten blieben leider ein Fragment. Seine Mönchsbrüder waren übrigens froh, als die Arbeiten an den stechlustigen Insekten beendet wurden. Mendel hingegen nannte sie seine liebsten Haustierchen. Aus den Kreuzungsversuchen mit den Erbsenpflanzen ergaben sich statistische Regelmäßigkeiten, die Mendel zu folgenden Regeln führten. Voraussetzung für die 3 Mendelschen Regeln ist, dass die Merkmale nur von einem Gen festgelegt werden, also ein monogener Erbgang. Am Beginn ist es am übersichtlichsten, wenn beide Eltern, die P-Generation, für dieses Merkmal homozygot, also reinerbig sind, also im Genabschnitt für dieses Merkmal jeder Elternteil 2 identische, aber unterschiedliche Allele besitzt. Die Regel Nummer 1 oder Uniformitätsregel, hier im Schema zu sehen, beschreibt die Eltern P und ihre Nachkommen in der F1-Generation. Bei reinerbigen, homozygoten Eltern sind die Nachkommen der ersten Tochtergeneration F1 uniform, das heißt gleich in Beziehung auf das untersuchte Merkmal, sowohl im Phänotyp, sie sehen also gleich aus, als auch im Genotyp, sie tragen die gleichen Erbinformationen. Der Umkehrschluss lautet, ist ein F1-Exemplar nicht uniform, war ein Elternteil P nicht reinerbig. Es gibt im Normalfall keine Mischformen im Aussehen. Mendel führte für die phänotypischen Erscheinungen die Begriffe dominant und rezessiv ein. Für die Ausprägung des Merkmals, für die Ausprägung ist der Erbgang wichtig.
Beim dominant-rezessiven Erbgang haben alle Mitglieder der F1-Generation denselben Phänotyp wie die Eltern, sie sehen gleich aus, und in der F2-Generation den Phänotyp im Verhältnis 3 zu 1. Mit einem Punnett-Quadrat oder Kombinationsquadrat lässt sich bei Homozygoten und, wie hier im Bild, auch bei heterozygoten Eltern der Genotyp der Nachkommen voraussagen. Dieses praktische Hilfsmittel der Genetiker wurde benannt nach dem englischen Professor für Genetik Reginald Cronald Punnett, 1875 bis 1967. Für eine bessere Klarheit und Übersichtlichkeit stelle ich zwei verwirrende Sonderfälle zurück. Beim intermediären Erbgang oder der unvollständig dominanten Vererbung werden eben doch phänotypische Mischformen in der F1-Generation gebildet. Dieses und der kodominante Erbgang sind Ausnahmen von den Mendelschen Regeln. Die zweite Regel ist die Spaltungsregel oder Segregationsregel. Wenn zwei heterozygote Merkmale, nicht homozygote, in der F1-Generation miteinander gekreuzt werden, gilt für die F2-Generation, für die F2, beim dominant-rezessiven Erbgang sind 25% der F2-Nachkommen homozygot dominant im Phänotyp und im Genotyp. 50% dieser F2-Hybriden sind heterozygot und zeigen das dominante Merkmal natürlich phänotypisch. Sie tragen das zweite, das rezessive Merkmal, aber genotypisch in sich. 25% der F2-Nachkommen sind homozygot rezessiv, also in beiden Allelen, und zeigen daher auch phänotypisch das rezessive Merkmal. Die Merkmale werden beim dominant-rezessiven Erbgang also phänotypisch im Verhältnis 3 zu 1 dargestellt und genotypisch im Verhältnis 1 zu 2 zu 1. Diese Zusammenhänge sind hier im Schema auf der rechten Seite dargestellt. Die dritte Regel nach Mendel, die Unabhängigkeitsregel oder das Gesetz des unabhängigen Sortiments, besagt, wenn bei reinerbigen Eltern und ihren Nachkommen zwei Merkmale, also der dihybride Erbgang, gleichzeitig vorhanden sind, dann werden diese Merkmale unabhängig voneinander vererbt und neu kombiniert. Die Erbmerkmale gehen also nicht verloren. Ab der F2-Generation treten neue, reinerbige Kombinationen auf. Das Zahlenverhältnis im Phänotyp ist 9 zu 3 zu 3 zu 1, wie das Schema es hier darstellt. Die Erklärung dafür konnte erst später gegeben werden. Die Gene unabhängiger Merkmale liegen auf verschiedenen Chromosomen. Das erklärt die Vielzahl der Kombinationen und die genetische Vielfalt unserer Welt. Hier ein Beispiel für die Fellfarbe von Rindern. Befinden sich die Gene auf dem gleichen Chromosom und dicht beieinander, so werden sie in sogenannten Koppelungsgruppen gemeinsam vererbt und nicht unabhängig voneinander. In der Natur sorgen das zweite und dritte Mendelsche Gesetz für die Vielfalt der Erbanlagen, die unsere Welt bunt machen. Gregor Mendel trug seine ersten Ergebnisse 1865 in Brünn vor und veröffentlichte diese später 1866 in wenig verbreiteten mährischen Publikationsorganen. Er versandte allerdings eine kleine Reihe von Arbeiten auch an prominente Wissenschaftler, auch an Charles Darwin, der sie aber anscheinend nicht kannte. Seine Ergebnisse gerieten lange fast in Vergessenheit. Erst im Jahr 1900 wurden sie durch Hugo de Vries, 1848 bis 1935, ein niederländischer Botaniker, und Karl Korrens, 1864 bis 1933, ein deutscher Botaniker und Genetiker, der nicht nur Mendel wiederentdeckte, sondern auch durch die zytoplasmatische Vererbung ergänzte, sowie von Erich von Tschermak, 1871 bis 1962, ein österreichischer Agrarwissenschaftler. Also durch alle diese Wissenschaftler wurden Mendels Ergebnisse durch eigene Experimente bestätigt. Jetzt erfuhr Mendel auch in Mähren, hier zum Beispiel die Denkmalseinweihung in Brünn, und im deutschsprachigen Raum die Beachtung,
der er sich selber immer sicher war. Die Vorhersage dieses selbstbewusst in sich ruhenden Mannes ist überliefert. Meine Zeit wird kommen. In England und Amerika wurde Gregor Mendel ab 1903 hauptsächlich populär durch den englischen Biologen William Bateson, 1861 bis 1926, der auch den Begriff Genetik prägte. Mendel kannte Charles Darwins Erstausgabe und hatte diese gründlich studiert. Mendel teilte Darwins Grundannahmen, hatte aber auch abweichende Meinungen. Das ist verständlich, denn Darwin stellte die Vererbung erworbener Eigenschaften stark in den Vordergrund. In der Sowjetunion und in China wurden Mendels Erkenntnisse bis in die 1960er Jahre abgelehnt, da unter Stalin und dem tonangebenden Agrarwissenschaftler Trofim Lysenko die Existenz von Genen bestritten wurde, sogar bestritten wurde, und die Vererbung erworbener Eigenschaften, der sogenannte Lamarckismus, favorisiert wurde. Dieser pseudowissenschaftliche, ideologische Ansatz war schon damals umstritten und ist heute widerlegt. Die Genetiker in der Sowjetunion wurden unter schwersten, auch persönlichen Verfolgungen viele Jahre zurückgeworfen. Ich will immer versuchen, das ganze Bild zu zeigen. Es gab ab den 1930er Jahren einen wissenschaftlichen Disput in England und Amerika über Mendels Paradoxon. Es wurde der Verdacht geäußert, Mendel oder ein Assistent von ihm habe die Daten seiner Versuche geschönt, um seine Hypothesen zu bestätigen. Diese unwissenschaftliche Vorgehensweise widerspricht Mendels Charakter und kann seit den umfangreichen statistischen Nachforschungen der amerikanischen Biologieprofessoren Daniel L. Hartle und Daniel G. Fairbanks 2008 auch als endgültig widerlegt gelten. Hier im Bild Professor Fairbanks, der zugleich auch Bildhauer und Maler ist, mit einer eigenen Mendelbüste beim Besuch in Brünn. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Gregor Mendel, gewissenhaft und kreativ waren und die Wissenschaft bereichert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.